Du hast einen echt starken Mann geheiratet, weißt du das? Das Band läuft. Becky, hi, ja, hier ist Doug. Tja, also, ich werde nicht mehr kommen können, um für dich das Essen zu probieren. Tut mir leid. Ja, ich habe so viel Arbeit und auch sonst eine Menge am Laufen. Also, schick doch von jetzt an das Essen einfach durch Spence her und er bringt dir meine Kommentare zurück. Alles klar? Danke, bye bye. Na siehst du, jetzt sind wir alle zufrieden. Ich werde sie nicht mehr treffen und genieße ihr Essen trotzdem weiter. Apropos, es waren doch noch ein paar Nudeln übrig. Ja, da lacht das Herz. Ah, Spaghetti mit Fleischbällchen. Klingt langweilig, oder? Nicht, wenn es drei verschiedenfarbige Nudeln sind. Tascha! Unglaublich. Okay, weißt du was? So funktioniert das für mich auch nicht. Was? Ja, ich will nicht, dass du ihr Essen isst. Sie interessiert mich nicht und ich treffe sie auch nicht mehr. Aber du hast noch mit ihr zu tun. Mit ihren Spaghetti. Es ist trotzdem so. Ich verzehr sie, ich schlaf nicht mit ihnen, das ist einfach nur Essen. Ja, siehst du, das ist sowas wie eine Fressaffäre. Essen ist doch kein Sex! Aber es gefällt mir trotzdem nicht! Okay, einverstanden, du hast gewonnen. Glückwunsch. Meine Lieblinge, wir wurden ertappt, wir müssen es beenden. Ja, oh ja, ich liebe euch Spaghetti, aber ich darf es nicht. Nur noch ein Abschiedskuss. Oh ja, ich liebe euch, heiß und innig. Nun geht, 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 eilt davon! Oh Gott, vergib mir! Wirklich toll aus, Schatz. Hört, hört. Bravo, Carrie. Becky, Brust oder Keule? Mir egal, ganz wie du willst. Carrie, mit dem Salat hast du dich selbst übertroffen. Die Pinienkerne, der Käse. Douglas, wieso isst du kein Salat? Ich bin nicht in der Stimmung für Salat. Nimm welchen, er ist köstlich. Nein, danke. Deine Frau hat dir mit sehr viel Liebe einen Salat zubereitet. Iss ihn, du undankbarer Mistkerl. Also eigentlich, Dad, ist der Salat Beckys Meisterwerk. Oh, ich verstehe. Tja, dann nimm ein Brötchen. Ein paar davon sind ganz gut geworden. Wer will noch etwas Kaffee? Ja, gern. Gut, dann mache ich uns 9. Tja, das musste sein. Salat? Ich wollte... Ich könnte es verstehen, wenn es ein Stück Kuchen wäre oder vielleicht eine Calzone. Aber Salat? Du verletzt mich in tiefster Seele wegen eines Salats? Ich bin sehr schwach. Okay, ich werde dir jetzt sagen, wie es weitergeht. Du kratzt den Blauschimmelkäse unter deinen fetten kleinen Fingernägeln raus, wäschst die Schüssel ab und wenn ich noch einmal ein Stück Tupperware von dieser Frau in meiner Küche sehe, dann töte ich euch beide. Wie denn? Willst du mich mit einem deiner Brötchen erschlagen? Oh, God.